Willkommen zurück zu einer neuen knusprigen Folge Freitag der 13. mit dem Tierkot-Experten-Greis. Tierbeutel-Experte. Tierkot-Experte. Naja gut, man muss sich ja immer weiterbilden. Ne? Auch im Tierkot liegt... Wirklich, jetzt ganz ehrlich, ich kenne keinen Menschen, der da liegt so die Wahrheit. Viel Ahnung von Tierpenissen und Tierkotsorten. Wir hätten Bigfoot nie gefangen damals, wenn ich meine Kot-Expertise... Hättest du nicht seinen Kot genascht und seinen Penis... entschlüsselt. Das ist definitiv ein Bigfoot-Penis. Ja. Das kenne ich ja sofort. Ja, sonst hätten wir die Art gar nicht bestimmen können. Ey du, ich habe Benzin. Ich habe Harvest gerufen. Jetzt schon? Ja, aber ich bin... Jason irgendwie direkt in der Nähe, ne? Ich bin aber direkt an der Harvest-Rütte gestartet. Und ich habe keine Karte. Also ich habe eine Karte, ich habe ein Messer. Schlägt dir die Fenster ein. Und ich habe ein Messer, ich habe Feuerwerkskörper. Der ist hier drüben bei mir. Wo bist denn du? Er jagt mich schon jetzt. Hier bei so einer Hütte, beim Auto, bei irgendeinem Auto, ich weiß nicht, gibt's ein Boot? Ja, es gibt ein Boot und ein Auto. Bin ich bei dem einzigen Auto, ja. Da bin ich. Und Jason ist dabei, mich zu jagen. Das Problem ist, unbedingt mich. Außer Kracher habe ich nicht viel und ich hätte ein bisschen mehr gerne, um mich zu verteidigen. Oh, panisch, das Gesicht dabei. Alter, ich bin da reingesprungen in die Hütte. Okay, in der einen Hütte ist Benzin. Merk dir einfach die Hütte erstmal und dann flüchte. Ja, bin ich ja schon. Wir sind jetzt hier zu viert in einer anderen Hütte. Hier sind alle. Hier sind alle, stimmt gar nicht. Ich bin hier. Hier sind echt viele. Aber die coolen Kids sind hier, wo ich bin. Oh Gott, der kommt doch rein. Der kommt doch rein. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Keystraws Sexgespräche. Der drückt sich doch rein. Der kommt doch jetzt. Wo ist er hin? Ja, wo ist er denn hin? Weggeflutscht. Irgendwie ist er weggeflutscht. Der kleine Jason. Flutschpiepe. Ich könnte hier jetzt wohnen, ne? Ich könnte hier einziehen. Ja, toll. Gut, dass es dir gut geht. Wir haben Probleme. Jetzt höre ich aber Probleme was. Probleme mit Jason. Ist er noch bei euch? Ja, klar ist er noch bei uns. So, weil bei mir die... alle. Weil bei mir die Musik so laut ist. Oh, die eine geht ran. Die eine geht ran und will ihn schlagen. Krass. Ey, das nenne ich mal. Das ist mal eine Frau. Das ist mal eine Frau. Weißt du, die ist richtig ran und hat ihm eine reingezimmert. Richtig den Jason disrespected. So richtig ran. 1, 2, 3, 4. Moment mal, wir haben das Auto ready. Wir haben das Auto ready. Ja, jetzt hauen alle ab, oder was? Ja. Ja, sicher. Nehmt mich mal mit. Das Auto ready. Ist bereit, wurde betankt und wir haben derweil Jason gedisrespected. Wie viele Leute seid ihr denn? Ist da noch viele? Ist da noch Platz? Ne, sind wahrscheinlich alle da, ne? Oh, wir kloppen alle auf den einen. Hat irgendjemand einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Sorry. I have no Schlüssel. Sorry, I have no Schlüssel. Please be careful. Because sonst tust du mir sehr weh. Ringelreihe, wir tanzen um das Auto. Wow! So, ich habe hier noch eine Bärenfalle platziert. Ey! Die schwebt in der Luft, die Falle. Schwebt in der Luft. Während ihr das spielt, mache ich die richtigen Sachen, ne? Ich mache die wichtigen Dinger. Den Harvest habe ich gerufen. Ja. Wir machen auch wichtige Dinge. Wir haben Auto bereit gemacht. Du hast zugesehen, wie andere das Auto bereit gemacht haben. Naja, aber ich war maßgeblich in der Sache involviert. Ich war auf jeden Fall, stand ich daneben. Und ey, das heißt, du bist irgendwo im Wald, ja? Und suchst Tierpenisse und leckst dann Kot. Was ist das bitteschön für eine Leistung? Naja, aber trotzdem werden wir nur so gewinnen können am Ende. Was genau hat das jetzt für die Gruppe gebracht? Dass du an irgendwelchen... Was, dass ich Tommy Harvest gerufen habe? Dass ich jetzt die Bullen rufe? Dass du riechst und Kot naschst. Ich meine, ich verstehe es nicht. Wehr uns auf. Please help. Hurry. Das war ich auch, danke. Was hat er gesagt? Air Force 97 hat er gerade gesagt. Wir haben die Air Force angerufen, Jason ist da. Ist der immer noch bei euch Party machen? Immer noch bei uns, ja. Beide sind schon tot. Und immer noch kein Harvest. Ah, shit. Oh Mann, jetzt ist er wieder bei mir.
Aber warum ist dann bei mir die fucking Mucke so laut? Das vielleicht bist du bei uns in der Nähe. Oi, oi, oi. Das gefällt mir gar nicht. Oh, ich hab eine Karte, endlich. Oh, er macht Fallen hin. Das Fallen, Luna. Hm. Können die Bullen auch an den kleinen Ausgängen kommen? An den dünnen? Ob schon, ja. Dann bleibe ich vielleicht einfach hier oben, weil ich. Also. Er schafft es nicht, das Fenster einzuschlagen. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Oh mein Gott, ich werde Jason einfach nicht los. Irgendwie, der Typ mag mich. Naja, wenn man einmal so diesen Geruch an sich hat, ne? Ich riech echt gut. Weißt du, ich habe so einen guten Jogduft. Alter, Jason, hier drüben machen Kids das Boot. Kids machen das Boot, Jason. Das Boot! Oh Mann, ich habe so wenig Lebensenergie. Ey, das Auto fährt los. Nein, er hat mich gepackt. Ich bin tot. Ich bin tot. Und Tommy schon am Start. Ich werde hier gerade zu Tode gekuschelt. Oh, er hat meinen Rücken gebrochen. Nee, Tommy ist noch nicht am Start. Oh, er verfährt sich mit dem Auto. Ich bin da. Ich bin als Tommy zurück. Echt? Alter. Ja. Ich wurde direkt Chavest. Ja, das war so dieser Bro-Code, weißt du? Ich hab halt den Tommy, den Chavest gerufen. Die wissen, okay, die sind zusammen in der Party. Meinst connected. Bro-Code im Sinne von, du ja, hast ja, Bro-Code. An meine Oberlippe wir saßen zusammen gesagt, auf dem Klo. Du hast dich normal draufgesetzt, einen Schneidersitz gemacht und ich hab mich dann mit dem Gesicht zu dir auch da draufgesetzt. Toll, ich wurde gemockert. Danke. Danke für deine Mockerfreundschaft. Doppelmockert. Ob hier die Polizei kommt? Ich hab die Doppelmockerstufe erreicht. Ja klar, kommt die Polizei. Ja, ich hab die gerufen, aber ich frag mich, wo? An dem kleinen Ausgang oder an dem großen? Du bist also bei dem kleinen, ich bin beim großen. Als Tommy ich bin ganz Travessa rechts an dem... Ja, ich bin da, wo gerade das Auto hinfährt. Und ich glaube, die Girls, die sind raus, oder? Warum schreien die denn Ghetto? Was hat er denn? Vielleicht wollen sie noch irgendjemanden retten. Okay. Okay, die sind abgehauen. Ich wollte schon irgendjemanden retten. Ja, aber ich glaube, die wollen noch jemanden retten. Ach, er hat mich schon wieder gefunden. Er hat mich schon wieder gefunden. Ja, weil das Auto jetzt da hochgefahren ist und da hat er dich bestimmt mit dem Sensor gesehen. Swull. Einfach nur Swull. Einfach nur Swull. Der teleportiert sich hier schon wieder, oder? Der Mann ist permanent am Rumteleportieren. Aber immer bei euch da, ne? Ihr weiß genau. Immer bei uns, ja. Ah, jetzt seid ihr da in den Hütten. Zwei Leute sind noch da. Cool and the gang. Oh, ich hätte gern, weißt du, eine Schrotflinte wäre geil. Der kranke Sack. Ich warte jetzt hier oben noch. Es ist nur noch so wenig Zeit. Also ja, bringt, schieß ihn und geh hinten durch. Es bringt eigentlich nichts, so. Es ist eigentlich nichts, hier im Busch zu sitzen, ne? Hab ich hier noch eine Flare Gun? Oh, die Bullen kommen bestimmt auf dem anderen Ende, ne? Bestimmt, ich weiß halt nicht wohin. Im Moment bin ich so in der Mitte. Du bist zwischen den beiden Häusern da, ne? Ja. Genau. Der andere steht... Oh, er hat mich beinahe gepackt! Der andere steht da an der Kante und hofft, dass die Bullen bei ihm kommen. Oh. Wo sind sie? Und sie sind bei euch gekommen. Wartet auf mich! Dann hilf mir! Bro, hilf mir! Naja, ich muss jetzt... Ich muss einmal durch die ganze Karte joggen jetzt wieder. Wir machen das gemeinsam. Hast du irgendwas? Ein Taschenmesser, Kracher? Ich habe Taschenmesser, Kracher, eine Axt. Ich habe nur eine Flare Gun und ein Spray. Und der eine ist raus. Fuck, ich warte hier auf dich. Du kannst ruhig schon gehen, also. Nein, wir machen das gemeinsam. Ich bin Bro. Ich
bin nicht so wie du. Aber ich hab eine andere Mentalität. So, ja, genau. Dieses Price First habe ich nie unterschrieben. Ja, ja. Preis ist halt so einer, erstmal ich und dann guck ich mal. Wenn die anderen vielleicht eventuell. Wow. So, wo ist er? Bei mir, direkt hier bei mir. Oh. Alter, der will mich! Hilf mir doch, Kreis! Och, komm schon, ich hätte abhauen sollen. Werde ich? Ich hätte abhauen sollen. Ja, kann ich nichts mehr, ist schon zu spät. Renn. Ach so, sag das doch! Renn, das ist schon zu spät. Ich hätte abhauen sollen. Ich dachte noch, hey, vielleicht helfe ich. Hast doch gesagt, lauf doch einfach, Alter. Ja, aber ich bin halt nicht so unsozial wie du. Das hat doch mit unsozial nichts zu tun, wenn ich sage, lauf doch einfach. Ja, aber ich will, dass wir beide. Ja, aber, jetzt will er wieder irgendwer, muss ja die Schuld haben dafür, dass er gecasht wurde, weißt du? Du hättest ja auch Warum Equipment will er auch suchen können. Mich? Ja, da war nichts mehr, die ganzen Schubladen waren offen. Schlag ihn einmal. Er ist gestunt. Aber ich hab. Energie für den Speed? Nein! Dann duck dich kurz. Du kannst ihn ja einmal schlagen. Wenn er dich packt, hast du eh noch das Messer. Jetzt hängt er da vorne im Zaun. Zweimal gestorben bin ich. Zweimal! Komm schon! Du musst jetzt entkommen! Mein Blut klebt an deinen Sohlen. I want to break free. Renn, die stand nicht so lange. Aua. Messergeschichte. Er ist verwirrt. Und der ist raus. Ach, ja, easy. Das habe ich für Kreis getan. Dankeschön. Alter, ich habe die Polizei gerufen. Ja, ich habe Harvest gerufen. Oh, Was ist denn da los? Die Bullen haben ihn erschossen. Ach so, Nice, you survived. Ja, in der Folge war ich halt einfach schlecht, so auf der Seite. Nein, ich war auf der Seite des Sozialen. Tja, er hätte einfach gehen können. Du hast mich so verwirrt mit deinem Mokka und Mokka. Und Tieren und bei dir Zweige, die aussehen wie Penisse. Mokkasins sind bei dir keine Schuhe, sondern Mokkasünden. Mokkasünden, ja. Mokkasins, Alter. Haben mich extrem verwirrt. Wie viele Punkte hast du gemacht? 1281. Alter, und ich habe hier nichts bekommen. Ich musste sogar noch an Jason ein bisschen was zahlen. So, ich musste noch ein paar XP wieder abgeben. Junge, das kostet aber hier. Ja, der Kalle da oben, der hat mich weggeholt. Oh, Snap. Der kleine Kalle. Snap, Crackle, Boom habe ich bekommen. Was ist das? Snap, Crackle, Boom. Bestimmt wegen viele Knaller geworfen. Ja, ich bin der Ballerbengel. Wenn man noch ein Wort reindrücken kann, ne? Der Ballerbengel, der Baller. Was, der Ballerbengel von Belgien? Nein, der Baller-Baller-Baller-Bengel von Belgien. Der belgische Baller-Baller-Baller-Bengel. Ist ja ganz klar. Das ist ein Wort. Belgischer Baller-Baller-Bagger. Belle-Baller-Baller-Bengel? Der belgische Belle-Baller-Baller-Bengel. Nein, der belgische Baller-Baller-Baller-Bengel. Bällebart-Bengel. Der belgische Baller-Baller-Baller-Bart-Bengel. Ja, das ist, wenn du in Belgien in einem Bällebart arbeitest. Ja. Der Aufpasser am Bällebecken. Nicht vom Rand springen, Kinder. Nicht an der Seite rennen. Ich bin auf dem Grasen. Fick dich ins Knie. Ich zeig dich an, wegen Benötigung, du Schwein. Aber ich will doch nur, dass du nicht das Genick brichst. Halt die Schnauze. Das ist Freiheitsberaubung. Sie kommen ins Gefängnis. Ich weiß, wie man mit Bällen umgeht. Ich bin schon 7. Ich hatte mehr Bälle im Gesicht als du. Ich bin belgischer Bälletaucher schon seit 2007. Denkst du, es gibt in Belgien verdächtig viele Bällebäder? Ich weiß es nicht. Einfach nur, weil es ein belgisches Bällebad heißt. Es könnte ja auch sein, dass sie in Brasilien sind. Weil ist es auch ein katholisches Bällebad? Nee, das sind die brasilianischen Bällebäder. Weil da sehr viele katholisch sind? Bällebäder. Keine Ahnung, unten, Alter. Was unterm Jesus gibt's ein Bällebad. Ja, noch den riesigen Jesus. Bade mit Jesus in den Bällen. Treffen uns unten beim Bällebad. Direkt das unter Jesus, genau das. Genau das, das geheime Bällebad unterm großen Jesus. Big J's Bällebad. Boah, bei mir ist schon der Killer. Echt jetzt? Warum sind die bei dir immer so? Und ich weiß es nicht, weil ich halt ein heißer Bengel bin. Hier sind 2 Walkie-Talkies in einer Hütte, das ist doch... Nein, ich hab auch Walkie-Talkie, das habe ich auf jeden Fall. Gay-Bitch-Moves sind das, Alter. Walkie-Talkies habe ich am Start. Talkie-Walkie. Talkie-Walkie.
was das damals so für eine Technik war. Weißt du, so, oh geil, Walkie-Talkie, ich kann mich mit dem Nachbarn unterhalten. Das war das Weiteste, was man so hingekriegt hat. Davor hatte ich nämlich so zwei Dosen mit einer Schnur. Ja, ja. Hatte ich damals als Kind sogar wirklich. Hatte ich wirklich, hatte ich auch, ja. Hat aber nicht funktioniert. Also bei mir hat das immer funktioniert. Alter, er ist bei mir. Er ist bei mir. Hilfe! Da war eine Flare Gun. Ich habe jetzt nur eine Machete, eine olle Machete. Ich habe nur ein Rohr. Und wo nicht, seid ihr denn? Nicht, weil ich mich so freue. Ich bin oben bei unten bei Flat Rock. Geh rüber zu Mysterio. Ray? Wahrscheinlich. Zum alten Ray Mysterio? Komm mal hier die Tür zu machen, Kinders. Jo, Mädels, was geht's? Also, hey, Mädels. Oh, das Benzin. Ein Benzin. Fix. Die Chicks? Alter, die Chicks. Was haben die noch? Haben die Schlüssel, Batterien? Was haben die? Sprich, Junge, sprich. Nur Benzin. Wer putzt der sich hier wann ist, die Nase? Hier ist Benzin. Wo sind nur die Kinder? Boah, ich hab sie gerettet, oder? Ja. Oh, guck mal, Yunzo, the majestic asshole, ist übrigens der Killer. Sehr majestätisches Afterlock. Ich hab Afterlock. Eben gerade eine junge Dame gerettet. Was bekomme ich dafür? Das große Retterabzeichen? Weiß Fuck. Ich nicht. Ist der bei mir jetzt, der Spacko? Keine Ahnung. Nee, der ist bei uns. Der ist irgendwo bei uns. Also, werden hier die Bullen gerufen? Ach nee, Jarvis. Wurde gejarvist. Es wurde gejarvist, das ist sehr gut. Alter, in den ganzen Schubladen ist nichts. Ey, bei mir ist aber auch nichts. Ich habe so viele fucking Schubladen. Ja gut, ich habe jetzt Firecracker gefunden, aber... Ich habe ein Deo, aber es war in keiner Schublade, sondern auf dem Scheißhaus. Und da ist immer ein Deo. Oh ja, es muss ja auch da stehen. So kleiner Raumduft, bisschen minzig. Ja, aber ich habe schon ungefähr 84 Karten gefunden und 30 Walkie-Talkies. Ohne jetzt übertreiben zu wollen. Ich habe jetzt endlich eine Karte. Ey, ist ein Badezimmer ohne Minze-Spray. Sowas gibt es? Ja. Also hier ist der, ja, es gibt halt so ganz harte, ne, die sagen, pff. Laut den Nakinawa-Rules ist das verboten, ne? Ja, aber die Nakinawa-Rules gelten ja nur an Freitag, dem 23. und nicht dem 13. Also wie gesagt, ich könnte hier Benzin ready machen. Wir könnten da unten das Auto ein bisschen bepumpen. Welches? Das an der Packernickel Lodge? Genau, an der Lodge. Okay, ja, oben ist auch noch ein Auto. Ich hab Benzin. Ich hab Sprit. Wir waren alle gemeinsam in der Packernickel Lodge. Alle waren in der Packernickel Lodge. Singing do a day, di-di-dam, di-di-dam. Packernickel Lodge. Packernickel. Packernickel, Packernickel. Wenn sie den noch ein bisschen hinhalten im Haus. Bin schon am tanken. Hä? Ich höre so ein U-Boot-Sound, so ein Sonar. Alter, cool. Flare Gun. Soll ich die Flare Gun nehmen oder einen Baseballschläger behalten für einen echten Nahkampfattacken? Moment, ich muss mich gerade mega konzentrieren. Der bei mir? Ich habe ja kein Sichtfeld. Oh, immer denke ich, ja, jetzt drücke ich richtig. Oh, scheiße. Oh, hier wurde schon alles durchgelootet. Ich kann nicht tanken, Mann. Weil dauernd Jason mich belästigt. Hat jemand die Sicherung, weißt du das? Voll uncool. Nee, keine Ahnung, aber ich glaube, ich bin gleich tot. Weil jetzt jagt er mich, ja, er jagt mich. Bist du am Auto? Ich bin in der Nähe vom Auto. Da ist noch einer, oder? Bist du alleine? Im Moment bin ich einsam und allein. Hm. Aber ich hab halt ja nichts, ne? Wir hatten ja nichts früher. Wir hatten ja früher nichts. An der Packernickel Lodge. Wir hatten nichts. Och, da ist er ja schon wieder. Noch mal eine Pause, Kleiner. Gönn mir mal eine Pause. Ich hab immer noch Benzin in der Hand. Oh, jetzt wirft er irgendwelche Klingen. Nein! Oh, er hat mich. Das war's. Ich hab kein Messer, nix. Ah, ich hab noch eine Chance.
Was ist passiert? Hat dich einer freigemacht? Nee, aber ich hab gut gebutton-smashed. Gut gemashed? Er hat bestimmt so ein, oh, ich kann schneller abhauen, Skill. Ah, der Sportler ist halt kräftig. Hat Arme. Bisschen Nacken. Mädels, was ist da los? Ja klar, die verstecken sich in seinem Bett und im Schrank und was mit mir? Fuck! Was ist jetzt los? Hat er dich? Nee, ich bin in eine scheiß Falle getreten. Das heißt, er wird jetzt gleich kommen. Ist denn schon irgendwas repariert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hast du eine Batterie? Okay, ich hab schon mal wieder Ausdauer. Wegen der Waffe. Oh, der ist direkt beim Auto. Oh, hier ist eine Flare Gun. Er ist direkt beim Auto und ist jetzt, glaube ich, weg. Benzin liegt da vorne jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Versuch's. Weil der Junge ist nicht so intelligent. Ich habe zwar einen Tinker, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Tinker müsste eigentlich auch in Benzin einfließen. Was? Tinker-Benzin? So, ich habe nochmal den Kanister. Versuche jetzt mein Glück mit dem Auto. Wo bist du? Am Auto. Oh, er ist wieder... Das gibt's nicht. Er ist direkt bei mir. Direkt bei mir. Da. Er hat irgendjemanden. Ja, mich? Alter, was? Oh mein Gott. Alter. Warum dreht er denn so durch? Warum haben die Knaller nicht gewirkt? Ah. Ja, nu? Oh, guck mal, mein Kopf liegt zwischen meinen Beinen. Die Sau, Alter. Jarvis, nee, der ist schon da. Wow! Ich kann mich nicht bewegen! Ich war komplett eingeengt! Ich konnte nichts machen! Guck mal, mein Kopf, wie er daher rollt! Alter! Wiedersehen! Ich konnte nichts machen, ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie gestunt. Und jetzt hat er mich noch weggetreten. Hä, wie, da war doch nichts, warum bin ich da hängen geblieben? Ich weiß nicht, aber er schiebt dich ganz schön durch die Gegend. Aber niemand hat irgendwas gemacht. Niemand. Zack, Teleport. Ah, ich hatte leider die Tube nicht, Niemand hatte irgendwas. Ich hätte vielleicht... Was machen die denn? Es ist nichts repariert, gar nichts. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir beenden das Elend und sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Immer schön Pack and Ackle bleiben. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss! Chaves waschen.